Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus dem Inntal in Oberbayern. Wie ihr seht, wir haben immer noch Sommeranfang. Bisschen später als gestern. Wir haben die Felder soweit fertig gedüngt und ich habe mir gedacht, also ich hatte ja eigentlich gesagt gehabt, dass wir es nicht mehr machen, eine kleine Verkaufstour. Aber da die ganzen Felder am Wachstum sind, alle Arbeiten erledigt sind, wollte ich jetzt nicht einfach so durch die Tage oder durch den Sommer springen, bis die nächste Ernte oder sowas ansteht, oder die erste Ernte ansteht. Also habe ich mir gedacht, machen wir eine kleine Verkaufstour. Muss auch mal sein, die Preise sind im Moment nämlich sehr gut. Ah, schauen wir mal. Also so hier, Butter, Käse, Milch, Joghurt. Dann können wir noch ein bisschen Zucker und ein paar Beeren durch die Gegend fahren. Beeren zum Beispiel schon mal zur Brennerei wieder bringen, um die Vorbereitung da ein bisschen zu treffen. Ich weiß auch gar nicht, wie das bei der Pommesproduktion aussieht. Da müsste eigentlich auch noch ein bisschen Pommes vorhanden sein. Mal gucken. Eins nach dem anderen. Wie sieht das eigentlich hier mit 23, 12. Ja, Zucker könnten wir hier wieder noch reinschmeißen, okay. Hä? Hallo? Ziemlich verscheißern. Okay. Keine Folge, ohne dass irgendwas hängen bleibt. Ja. Wer kennt's nicht? So, ich vergesse immer, mit was wir anfangen. Mit Butter fangen wir an. Okay. Wie war das nochmal mit dem Aufladen? Das ist ja immer irgendwie Arbeitsmodus V. So, mal hier ein bisschen Butter laden. Oh, Band ist sogar voll. Ja, gut, dass wir... Gut, dass wir uns dazu entschieden haben, heute mal ein bisschen was zu verkaufen. Muss gerne mal gucken, wo wir den besten Preis für Butter kriegen. Wieso ist deine Palette umgefallen? Weiß gar nicht, ob wir alles reinkriegen. Ich glaube, Sprache und ist, glaube ich, voll, ne? Ja, war klar. Gut, dann müssen wir noch mal ganz kurz das Band ein bisschen leer räumen. Sekunde. Können wir sogar gleich noch ein zweites Mal Butter verkaufen. Haben wir schon wieder extrem viel produziert. Ja, die beiden Bänder hier laufen sowieso besser als auf der anderen Seite. So, Butter. Und das Band hier ist doch auch voll, oder nicht? Ah, noch nicht ganz. Nehmen wir wieder den... Die Paletten mit unserem Hubwagen runter. So, bevor er sich nämlich gleich beschwert. Ich meine, wir fahren ja sowieso noch zwei, drei Runden. Ganz kurz gucken. Falsche Taste? Gucken. Butter. Das ist Käse. Ach, beides hinten. Marktplatz. Okay. Und Joghurt können wir dann auch zu Netto bringen. Jo, dann mal auf zum Marktplatz, würde ich sagen. Ja, ihr seht, wir haben ein bisschen mehr produziert. Mist. Vielleicht hätten wir mit der Seite anfangen sollen, mit Milch und Käse. Ach komm. So schwer ist das mit dem Lenken nicht. Ja. Lass mal ganz kurz den Allrad dazu geschaltet. Dieser Standard-LKW mit dem Auflieger hier, das mag der nicht ganz so.
finde es sowieso faszinierend im LS. Man fährt jetzt, sag ich mal, ohne Allrad dazu. Fährt man ganz normal und dann so wie gerade eben. Bleibt man ganz leicht irgendwo hängen. Lenkt gegen, also in die andere Richtung, aus der man vorher kam. Oh, das war jetzt schlau von mir. Okay, nichts dem Nachbarn petzen, bitte. Man lenkt dann quasi gegen, versucht da wieder wegzukommen. Kommt nicht weg, schaltet Allrad dazu. Bleibt genau in der gleichen Lenkposition, lenkt und man kommt wieder weg. Also, ist immer faszinierend. Ich sag jetzt nicht, dass ich die Spielmechanik nicht mag, aber das ist dann immer so ein bisschen faszinierend, finde ich. Da ist nix, genau, da fehlt ja auch Weizen. Da haben wir ja ein kleines Feld für Weizen angelegt. Marktplatz, Netto. Jetzt habe ich Käse und Milch. Hatte ich am Anfang drin, habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet, wo wir das denn bringen. Egal. Hammer Zeit. Huch. Ja, der Hopfen ist übrigens auch schon recht schön groß. Mhm. Schön groß geworden. Ist das hier überhaupt eine offizielle Straße? Oder ist das eigentlich ein Fußweg? Nö, ist eine Straße. Das fehlt mir jetzt noch hier. Einmal Querfeld ein, bitte. Ja, Marktplatz. Ah, nee. Genau auf der anderen Seite, ne? Jo. Kann ich gerne mal gucken, während... Ah, nee, ich stelle das ja nur rein. Ha. Wollte ich gerade sagen, kann ich mal gucken mit Eiern und vielleicht Hamburger essen, während der hier entlädt, aber... Ein Stückchen kann er ruhig noch. Ja, so müsste das eigentlich passen. Soll er mal verkaufen. Wir holen auf jeden Fall den Rest, Buddha. Also ich würde nicht sagen, dass das die offizielle Straße ist, oder? Egal. Es ist ein Weg, der mich darüber führt, also fahren wir da auch durch. Und da steht kein Schild Einfahrt verboten. Vielleicht sollten wir aber... Nein. Wir fangen jetzt nicht an, erst den Käse oder woanders hinzufahren, sonst... Sinkt in der Zeit ja der Preis wieder. Ein bisschen. Ja, leider passen wir nicht unter dem Silo da durch. Dementsprechend ist es ein bisschen blöde, da jetzt immer rüber zu kommen. Und ich möchte ungern den großen Umweg fahren außenrum. Nachbar hätte auch schon mal mähen können, ne? Dann wäre das ein bisschen unauffälliger gewesen, darüber zu fahren. Weiß nicht, kommen wir vorne bei den Bahnschienen? Nee, da kommen wir auch nicht rum, ne? Weil da durchpassen wir definitiv nicht. Werde ich jetzt auch nicht austesten. Also, habe ich schon mal ausgetestet. Daher weiß ich das. Wir fahren jetzt einfach hier ganz, ganz geschickt außenrum. Ist es halt so. Können wir jetzt gleich hier rückwärts nämlich ausparken, das passt ganz gut. So, die beiden auch noch. Aufpassen, dass wir nicht die letzte Kiste da erwischen. Siehst du mal, sehr schön.
Aber wir können trotzdem gleich die andere Seite nehmen. Nämlich Käse und Milch. Dann können wir wenigstens wieder im Kreis fahren. Wobei, jetzt ist eigentlich auch... Ja. Jetzt ist eigentlich auch relativ egal. Jetzt haben wir hier die Butter weg. Das heißt, der vordere Platz hier ist wieder ordentlich frei. Dass wir da wieder rumkommen. Soll... Ja. War kein Stress. Wie gesagt, normalerweise wollte ich keine Verkaufstouren mehr machen. Habe ich ja gesagt gehabt, dass ich einmal die Produktion quasi anschneide. Und sie dann immer nebenbei nutze. Aber so seht ihr auch, dass ich sie tatsächlich für das Geld in-game benutze und nicht immer hier, vielleicht wenn das einige meinen, Geld draufschreibe. Gibt garantiert YouTuber, die das machen. Aber ich weiß nicht. Ich bin da kein Freund von. Also wenn, dann verdient man sich die Maschinen. Und es gibt hier so viele Produktionsmöglichkeiten, um Geld zu verdienen. Guck mal, wir haben jetzt schon gleich wieder 200.000 drauf. Wäre schon quasi wieder ein neuer Traktor. Oder schon fast ein neues Feld. Wobei ein neues Feld sich jetzt nicht lohnt. Das hätten wir vor einem Tag kaufen sollen. Quasi im Frühlingsende, da hätten wir noch was aussehen können. Jetzt im Sommeranfang lohnt sich das nicht. Sei denn, wir luxen irgendeinem Nachbarn ein Feld ab, wo er was drauf gepflanzt hat. Das würde vielleicht noch gehen. Ah ne, stimmt, wir müssen auch noch ein bisschen sparen. Müssen wir uns ja auch noch einen Überladewagen besorgen und sowas alles. Ja, ein bisschen laufende Kosten. Wir können unser Geld auch mal sparen. Ja, ich weiß. Man spart kein Geld, man gibt es aus. Bringt ja eh keine Zinsen. Ja, Schätzelein, ein bisschen schneller bitte, danke. Ah, okay, die hinteren beiden, die letzten beiden packt er dann immer nicht. Okay, gut zu wissen. Muss die mal ganz kurz mit meinem Hubwagen da reinfahren. So. Da haben wir die Butter auch schon mal los, sehr schön. Huch. Schnappen wir uns als nächstes den Joghurt, weil da weiß ich, da müssen wir nämlich nur die Straße runter nach Netto. Aber nochmal 30.000 Euro. Geht. Lohnt sich auf jeden Fall. Bin gespannt, was der Joghurt gleich bringt. Ich weiß, man könnte es jetzt ausrechnen, weil der Preis pro 1000 ist ja drin. Aber wozu? Steht ja eh gleich bei Netto. So, nehmen wir mal, versuchen wir mal wieder die gleichen Spuren ein bisschen zu treffen, da fällt das noch weniger auf. Aber da ihr mich ja eh nicht verpetzt. Kann man da ruhig mal kurz rüberfahren. Huch.
aber ein bisschen sehr optimistisch, die Kurve. Rin mit dem Joghurt. Kriegen wir alle mit? Na gut, also ich sag jetzt mal, wenn da jetzt eine übrig bleibt, die nehmen wir jetzt nicht noch extra mit. Na, okay. Wenn zwei übrig bleiben, ist es jetzt nicht so dramatisch. Die lassen wir stehen, also das, dafür fahre ich jetzt nicht extra hier nochmal her. Also ich fahre sowieso nochmal her, aber ich glaube, die anderen beiden Sachen müssen die nach. Müssen nicht zu Netto hin. Mag einmal gucken. Netto, das ist ja wieder hier Laderampe runter und dann alles da irgendwie reinschmeißen. Das sieht immer sehr witzig aus, wenn man bei Netto ablädt, finde ich. Also hier in-game, ne? Bei Netto. Ich hoffe mal, der Parkplatz ist nicht so voll. Da kann man immer so schlecht drehen. Mal aufpassen, dass man nicht die Autos beschädigt, ne? Dann kriegen wir gleich wieder hier weniger Geld. Wir machen das anders. Wir fahren andersrum rein und können dann da rückwärts runterziehen. So. Nicht schön, aber passt. Huch. Einmal durchs Blumenbeet hat keiner gesehen. Oh, Buttermilch? Nee, Käsemilch. Und dann haben wir die Molkerei wieder clean. Hat sich aber auch ziemlich viel angesammelt. Müssen noch ein bisschen Zucker fahren. Bisschen Beeren fahren. Und dann mal gucken gegen Pommes. Liebe Lüt, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und da wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.